Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Ich komme gerade aus den Staaten zurück und habe meine Tochter und meine Enkelkinder, mein Schwiegersohn, Zeit mit ihnen verbracht und ein paar Freunde natürlich auch gesehen. Deshalb gab es auch letzte Woche keinen Podcast, weil ich komplett im Oma-Modus war und irgendwie keine Zeit hatte. Mit zwei kleinen Kindern unter zwei, einem Baby und einem Einhalbjährigen. Das hat einfach nicht geklappt. Und dann dachte ich mir, Mai, dann gibt's halt mal keinen Podcast. Das ist jetzt auch nicht das Ende der Welt. Und da habe ich dann gemerkt, dass mein Pflichtbewusstsein, das ich ja sehr ausgeprägt habe, ich dann doch schon was dazugelernt habe und gelegentliche Ausnahmen machen darf damit. Das war jetzt so eine. Ich wollte in diesem Podcast mal darüber sprechen, wie wir auch umgehen können mit diesen Themen, die sehr viel von unserer Zeit haben wollen. Also, und ich rede jetzt von politischen, gesellschaftlichen Themen, von, und sei es von Instagram über Social Media, wie man das gestalten kann. Ich habe zwei Pässe, also das heißt, ich habe auch die amerikanische Staatsbürgerschaft und wähle auch drüben, und natürlich informiere ich mich über politische Ereignisse. Ich habe aber angefangen, schon vor einigen Jahren, bestimmt schon 20, da sehr sorgfältig zu schauen, was ich an Informationen aufnehme. Und auch dieses Mal, wo ich gerade in den Staaten war, wo Präsident Biden eben gesagt hat, dass er nicht mehr kandidieren wird und Kamala Harris jetzt dafür da ist mit Trump und dem Anschlag und alles Mögliche. Also da ist einfach sehr viel passiert. Ich habe im Laufe meiner Zeit immer mal wieder bewusste Nachrichtensperren eingelegt. Also nichts gehört, nichts gelesen, mich nicht erkundigt. Das habe ich immer dann getan, wenn ich das Gefühl hatte, ich mache mir zu viel Sorgen um die Welt. Und das war ganz hilfreich jedes Mal, ich erinnere mich, weil man sich wieder konzentriert auf die Nachbarn und das Miteinander im beruflichen Umfeld, im privaten Umfeld und feststellt, die Leute sind alle sehr nett. Und dann habe ich mir gedacht, man darf nicht alles an sich heranlassen oder aufnehmen, was einem da angeboten wird. Und gerade in der Politik, ob es jetzt Zeitschriften oder Zeitungen sind, ob es jetzt Sendungen sind, liegt ja immer drunter der Wunsch, gesehen zu werden. Also man möchte unsere Aufmerksamkeit. Und die Frage ist, wie viel meiner Aufmerksamkeit möchte ich dem widmen? Und um eine Aufmerksamkeit zu erreichen, hilft es demjenigen oder derjenigen, der diese Aufmerksamkeit möchte, wenn man mit Emotionen rangeht. Also Fakten, trockene Zusammenfassungen erschaffen nicht, das wissen wir aus Social Media, erschaffen nicht die Emotion und die Reaktion und das Dranbleiben, was da eigentlich gewünscht wird. Weil es geht ja nicht darum, dass man dranbleibt, sondern oder mal hinschaut, sondern es geht ja daran, dass man dranbleibt und zwar so lange wie möglich. Darauf bauen sich ja Social Medias auf, immer wieder was Neues anzuschauen und dann irgendwann mal ist eine Stunde oder zwei vorbei und man denkt sich, womit habe ich eigentlich meine Zeit verbracht? Also da gehört eine sehr große Aufmerksamkeit hinzu, wie und wie lange vor allen Dingen ich etwas betrachten will.
Wenn wir jetzt an die Politik schauen, dann gibt es bestimmte Menschen in der Politik, die sehr viel Aufmerksamkeit haben wollen. Und das ist relativ eindeutig. Jemand, der gesehen werden will, versucht, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen, wie nur möglich. Dieser Wunsch nach Aufmerksamkeit, wenn der nicht erfüllt ist, und da hängt schon noch mal sehr viel dran. Wenn so ein Wunsch nach Aufmerksamkeit nicht erfüllt ist, dann kann der verschiedene Gründe haben, unter anderem, dass man als Kind wirklich nicht wahrgenommen wurde, was dann das Gefühl hat, ich krieg nicht genug, oder man war eins von 5 Kindern und musste pausenlos um die Aufmerksamkeit der Eltern buhlen, dann kann das da auch herkommen. Oder man war nicht beliebt, oder man war nicht talentiert, oder man war nicht gut aussehend genug und hat das Gefühl, hier habe ich überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommen, und versucht es dadurch. Oder das Selbstwertgefühl ist so gering, dass man nur durch den Blick der anderen und die Aufmerksamkeit der anderen da sich besser fühlt. Je mehr Leute mir zuschauen und je mehr Leute mich beachten, desto wichtiger bin ich. Und das ist natürlich auf Dauer keine Lösung, aber das wissen eben manche vielleicht dann doch nicht. Jetzt, wenn wir wissen, dass ein Teil davon das Thema ist, unsere Aufmerksamkeit so lange wie möglich zu halten, dann ist es unsere eigene Wahl, wem wir unsere Aufmerksamkeit geben. Und die Wahlmöglichkeiten sind so ein bisschen vergleichbar mit einem Zirkus. Also da ist eine Manege, da ist viel los. Manchmal gibt es ja sogar 3 Manegen in den großen amerikanischen Zirkussen. Das habe ich immer nie verstanden. Da gibt es nicht nur eine, wo man gemeinsam hinschaut, sondern gibt es 3. Also man weiß immer nie genau, wo man hinschauen soll. Und das passt dann manchmal auch in unser gesellschaftliches oder politisches Landscape, also unsere Landschaft, dass man gar nicht mehr weiß, wo man hinschauen soll. Und die Möglichkeit, die wir haben, ist, das aus einer Distanz zu betrachten. Woran erkennen wir, dass wir eine gesunde Distanz dazu haben? Das erkennen wir an der Emotion, die wir haben, wenn wir das betrachten. Wenn es uns gelingt, und das ist eine Grundsatzfrage, unsere Mitmenschen und unsere Länder so zu betrachten, zu verstehen, dass jedes Land und jeder Mensch seine eigenen Seelenhausaufgaben hat mit seinen eigenen Herausforderungen. Und das heißt nicht, dass ich da mitspielen muss. Also wenn wir beim Zirkus bleiben, ich muss nicht aus meinem Zuschauerraum runter und muss entweder mitbrüllen oder mitschreien oder gleich irgendwie mit reinspringen oder den Clown verprügeln, weil er mir nicht gefällt, oder sagen, wie idiotisch die Artisten sind, die bla 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 und bla 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 machen, und Elefanten haben sowieso im Zirkus nichts verloren. Also die Frage ist, wie es uns gelingt, dass wir nicht reingezogen werden in diesen Sog von Zirkus, Drama, aufgeregt sein. Außer, das macht uns Spaß, und das ist unsere Wahl, und wir regen uns gerne auf, dann ist es was anderes, dann macht man das halt. Das ist jetzt nicht mein Interesse. Sondern mein Interesse ist, mich zu informieren über die Persönlichkeiten. Zum Beispiel bei Kamala Harris, die mir jetzt nicht so vertraut war. Da habe ich mir einige ihrer Reden angehört und habe sie mir angeschaut und habe mir einen Eindruck von ihr gemacht.
den ich eben vorher nicht hatte. Und bei anderen brauche ich das nicht, weil da habe ich schon meinen Eindruck und das sieht auch nicht so aus, als ob sich der in nächster Zeit ändern würde. Und dann informiere ich mich und dann höre ich aber damit wieder auf. Ich bin nicht jemand, der nachrichtensüchtig ist und finde das auch nur bedingt interessant, weil ich mit meinem Leben gerne andere Dinge machen möchte und meine eigene Kreativität lieber zum Ausdruck bringe, als das Gefühl zu haben, ich muss einem Zirkus zuschauen. Wenn man in irgendeiner Form öffentlich ist oder sich öffentlich betätigt, gibt es dann natürlich auch dementsprechende Reaktionen von Leuten. Also das ist ja keine Einbahnstraße. Diejenigen, die auf der Bühne stehen oder sich präsentieren oder eine Funktion oder eine Rolle haben, geben ja etwas her, also eine Schwingung, eine Sprache, eine Idee, eine Zukunftsidee oder eine Betrachtungsweise, die wir, wenn wir dazu hören, wir wahrscheinlich eine Meinung dazu haben. Es geht nicht darum, dass man keine Meinung mehr haben soll. Ich habe schon einen Eindruck von jemandem und dann bilde ich mir eine Meinung über das, was ich sehe. Und wenn es jetzt um Politik geht, weiß ich, nee, das wähle ich und das wähle ich nicht. Ich nehme auch sehr wohl wahr, was Leute sagen und teile das sehr genau ein in Aufhetzen, also alles, was in Aufhetzen und in Angst und in Dramen läuft, ist nicht mein Interesse, sondern mich interessiert eher das Miteinander, das Lösen von Problemen, als konstant zu sagen, XY ist schuld, dass bla 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 schlecht läuft. Ich habe auch eine gewisse Bewunderung und auch einen Respekt für politische Menschen, denn dazu, sich darauf einzulassen, gehört schon einiges. Und ja, manche lassen sich auf diese Sachen ein aufgrund ihres Egos, gar keine Frage, aber es gibt auch viele, die sich darauf einlassen, weil sie wirklich etwas verändern wollen. Manche sind darin erfolgreicher als andere. Und manche lieben ihre Position in einer bestimmten Machtsituation und wollen die auch nicht aufgeben. Also da gibt es schon, wie in allen Dingen im Leben, unterschiedliche Hintergründe, warum jemand tut, was er tut. Jetzt da nicht mitzuspielen in diesem Zirkus, ist manchmal nicht ganz einfach. Ich erinnere mich, wie ich damals meine Pausen gemacht habe. Jetzt brauche ich das nicht mehr, weil meine Art und Weise, wie ich mich mit politischen Themen beschäftige, ist für mich sehr passend. Also ich habe zwei Zeitungen. Das ist alles eher in dem einzuordnen, in dem informativen Journalismus, als in dem Drama-Journalismus, wenn man denn so will. Und dadurch, dass ich das nur eine bestimmte Zeit in der Woche mache, also auch nicht regelmäßig, brauche ich dieses Detox, hätte ich beinahe gesagt. Oh, manchmal ist es, glaube ich, ein Detox. Brauche ich dieses Detox nicht mehr wie früher. Früher brauchte ich das mehr. Ich weiß noch, ich war mal dann irgendwo, da ging es um irgendwas, was ich überhaupt nicht mitbekommen habe, was mir öfters passiert. Und ich denke mir, naja, irgendwann kriege ich schon mit, wenn es wichtig ist. Und dann habe ich im Gespräch gesagt, dass ich gerade keine Zeitung und keine Nachrichten höre. Und die Blicke der Gäste am Tisch
waren absolut fassungslos, wie uninformiert man denn sein kann, dass man das A nicht mitbekommen hat und B dann auch noch zugibt, dass man sich nicht informiert hat. Das war für mich auch eine Herausforderung, weil ich gerne jemand bin, der informiert ist und dass ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich im Dummheitsland oder im uninformierten Land gelandet. Das war für mich damals nicht leicht, das auszuprobieren, aber offensichtlich ist es ja überlebbar und es ist machbar. Und wenn wir das Gefühl haben, ich will da jetzt mal aussteigen aus diesem Zirkus und muss an die frische Luft, dann hilft es. Was passiert, wenn wir uns zu sehr und zu emotional mit diesen Dingen beschäftigen? Und ich rede jetzt aufgrund eines spirituellen Trainings. Ein spirituelles Training hat das Ziel, dass man in Frieden lebt und ein Mitgefühl empfinden kann, ohne Bewertung und ohne Einschätzung von emotionalem Ablehnen, sondern dass man in der Lage ist, etwas zu betrachten, wie ein Wissenschaftler unter einem Mikroskop etwas betrachtet. Ah, das ist ja interessant, dass das so und so gerade passiert. Und das heißt nicht, und das wiederhole ich nochmal, dass man kein Mitgefühl hat, dass man nicht erschüttert sein kann, wenn man von einem Krieg hört oder von Menschen hört, die extrem leiden. Natürlich habe ich das und wünsche ich mir von Herzen, dass das nicht stattfindet. Nur wenn ich mitleide, wird das nicht besser. Also ich kann Unterstützung geben, sei es finanziell oder sei es mit meiner Zeit, aber wenn ich in das Drama mitgebe, fülle ich nur diesen Dramatopf auf und dazu bin ich nicht bereit. Ich möchte einen entspannten Topf auffüllen, einen ruhigeren Topf auffüllen und mit meinem Sein beitragen, dass um mich herum und was immer ich berühre, ich Entspannung weitergebe und ein friedvolles Sein weitergebe und nicht ein angestrengtes, emotional aufgeladenes, düsteres Gefühl von, oh Gott, jetzt wird alles schlimmer und die Welt geht unter. Das ist natürlich für viele von uns eine Herausforderung, wenn wir Informationen bekommen, dass alles den Bach runtergeht, zu schauen und zu sehen, das ist nicht mein Eindruck. Mein Eindruck ist, dass wir in einer Veränderungsphase sind. Und ja, da gibt es Herausforderungen und da sind wir gerade. Und wir als Menschheit entscheiden gemeinsam, wie wir das entwickeln wollen. Jeder von uns und jede von uns legt ihren Beitrag da hinein und die Frage ist, ja, wie will mein Beitrag sein? Und ist mir das klar, was ich da reinlege in diesen Menschheitstopf an energetischem Sein? Wir sprachen ja über die Ziele der Spiritualität und eines der Ziele ist, angstfrei zu sein. Und angstfrei bedeutet, dass ich begreife, dass wir eine Spezies sind, die sich entwickelt und wir lernfähig sind und uns weiterentwickeln werden und wir nicht zurückgehen. Als Gemeinschaft nicht zurückgehen. Dazu entwickeln wir uns weiter und werden wacher. Und die Idee ist ja zu mehr Selbstbestimmung und das wird auch stattfinden, aber das dauert halt noch ein bisschen. Nur dazu müssen wir erst einmal unsere eigene Selbstbestimmung kennenlernen.
war ganz interessant, weil wir konnten es mit Corona zum Beispiel so schön wahrnehmen, wie diese Lager sich gefunden haben. Das macht man nur so und das macht man nur so. Und wenn du dich hast impfen lassen, dann bist du in diesem Lager. Und wenn du dich nicht impfen hast lassen, bist du in diesem Lager. Und wenn du diese Meinung hast und diese Leute kennst und darüber sprichst, bist du schon wieder aufgeteilt in irgendein Lager. Und das ist aber nicht der Sinn. Der Sinn einer Gemeinschaft und einem Wachstum ist, dass ich eine Selbsterkenntnis habe und einen Respekt davor, wie sich andere Menschen verhalten aufgrund ihrer Entscheidung. Da braucht es manchmal ein klares Nein als Gesellschaft, wenn man merkt, da gibt es Menschen, die die Gesellschaft unsicherer machen oder aggressiver machen oder zerstören wollen. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir bei uns selbst erst einmal anfangen, wie wollen wir bei diesem Zirkus, zu dem wir eingeladen werden, mitzuspielen. Wer wollen wir da sein? Und wie viel wollen wir da aufnehmen? Und was wollen wir da weitergeben? Das ist nicht einfach, weil es so verlockend ist, weil es spannend ist, weil da passiert was. Was ist denn da? Und oh, wow. Und der hat das gesagt und die hat das gesagt und da macht derjenige das und die macht derjenige das. Damit kann man sehr, sehr, sehr viel Zeit verbringen. Und die Frage, die wir uns immer stellen können, ist, was könnte ich mit dieser Zeit stattdessen tun, das mir mehr Freude bringt und damit auch der Welt mehr Leichtigkeit. Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.